Rainer, was geht ab, Leute? Hier. Dieses Wochenende ist ja Horror wieder am Start. Ja, ich hab ein paar gemacht. Nicht so begeistert bin ich. Ich habe zwei gemacht. Das blende ich hier mal ein. Das Fangen hat ziemlich lang gedauert. Also, ich weiß nicht, ob ich zwei einblende oder ein. Aber während die hier eingeblendet werden, habe ich eine Box von Kingsloot. Schaut dann an die. Alle Infos unten in der Beschreibung. Und schreibt auch unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr ein paar Horror mitgenommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Ich habe natürlich auch mit dem Kleinen paar gemacht, also zwei, und der hat beide gefangen. Ja, nicht schlecht. Erster Eintrag für ihn, und irgendwann tausche ich mir die rüber und hoffe, dass die 100% Glücks werden auf meinem Main. Aber ja, coole Box, so wie immer. Bisschen Werbung, okay. Oh, was ist da los? Ein T-Shirt haben wir hier drin, aber es ist unverpackt. Normalerweise Kingsloot sehr bekannt, ich lobe die immer für ihre gute Verpackung. Oi da! Sonic, der Kerl ist von Sonic. Er hat früher Sonic geliebt. Ist der Böse von Sonic. Okay, nicht schlecht. Okay, ich sehe schon, es ist ziemlich voll. Vielleicht hat deswegen die Verpackung diesmal nicht gepasst. Weil sonst wäre die Box nicht mehr zugegangen. So. Irgendwas Star Wars-mäßiges. Ihr wisst, ich bin kein großer Star Wars-Fan. So irgendeine Star Wars-Tasche. So ein Star Wars Federmäppchen. Ja, aus dem Alter bin ich raus, wo ich ein Federmäppchen brauche. Aber ganz cool. Das gefällt mir. Alter. Okay, das ist echt geil. Ah. Und zwar ist es ein Super Mario Buu Licht. Wir hatten schon mal einen. Welchen hatten wir denn? Nee, von denen hatten wir keins, aber sowas ähnliches. Richtig geil. Lampe, Licht, Lampaga, Nummer 3, Blue Light. Okay, das ist echt geil, Mann. Dann haben wir ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Irgendwas mit K. Kappa oder sowas. Aggressionsball, Plüschding. Falls euch mal ein 100er flieht, könnt ihr den zerquetschen. Und. Nein! Warte mal. Zu heftig ist diese Box. Wir haben einen Pin, einen Bowser-Pin. Also ihr seht schon, Thema. Ja, halbes Thema Super Mario. Das ist auch ganz cool. Pinsammlung geht weiter. Aber, Alter, das ist geil. Und zwar, ich zeig's euch mal. 120 Poker-Chips, Deck of Cards, Dealer-Chip. The Joker Poker Set. Wie geil ist das denn? Also, wer es nicht weiß, ich habe früher Poker gespielt. Online. Also, ich war schon ziemlich krass in der Materie. Ich habe auch ein Isildur-Shirt. Also, da wissen eh ein paar, dass ich da mich ein bisschen auskenne. Richtig heftig. Also, es ist natürlich kein krasses Poker Set, aber ist schon geil. Das ist echt nicht schlecht. Kleines, süßes Joker Poker Set. Kann man mal immer gebrauchen, falls einem irgendwie langweilig ist. Und dann holt man halt die Karten raus, zockt ein bisschen Poker. Richtig geil. So. Das war's auch schon. Shoutout an Kingsloot. Danke für die Box. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, der Horror Raid ist abgelaufen. Ich habe echt lang gebraucht, um den zu fangen. Also, ich kann den nur fangen, wenn er unten ist. Oben treffe ich keinen fabelhaft. Da ist der Ball einfach irgendwie, fliegt er nicht lang genug. Ist die Distanz irgendwie zu lang. Aber ja, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr einen guten, habt ihr einen Shiny? Wie gesagt, der Kleine hat zwei jetzt gefangen. Die werde ich mir irgendwann rübertauschen und hoffen, dass die zu einem Shiny, nee, nicht Shiny, zu einem Glücks-Ho-Oh werden. Aber WP-technisch, IV-technisch, nichts Gutes dabei gewesen. Ja, sehr coole Box diesmal. Ich glaube, meine Lieblingsbox bisher. Aber das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.